Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Saturator, ein Distortion-Device, also ein Verzerrer. Was ihr mit dem machen könnt und wie ihr ihn benutzt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir los! So, ich habe mal wieder ein bisschen was vorbereitet und da unten ist der Saturator, das Device. Ich gehe da jetzt einfach mal gerade so durch. Der Ein-Ausschaltknopf, hier kann man Presets laden, hervorragende Presets mit dabei, unbedingt anschauen. Dann hier kann man natürlich den Namen wieder ändern, wenn man möchte. Hier kann man den Saturator so ein bisschen einklappen und auf das auf die grobe Einstellung quasi nur Bezug nehmen oder eben wieder ausklappen auf das auf den gesamten Editor. Dann gibt es hier wieder die Fernsteuerung, die Modulatoren und dann geht es schon los. Also das ist hier so der Hauptbereich des Saturators und mit dem Drive und dem Low-Pass-Filter. Und auf der rechten Seite sind dann die sogenannten Kurveneditor mit einem Quiet, also dem leisen Anteil, mit einem leisen Threshold und dem lauten Anteil mit dem lauten Threshold. Und auf der ganz rechten Seite gibt es dann noch für den lauten Anteil die Möglichkeit, von der Welle den positiven oder mehr den negativen Bereich zu betonen. Aber das können wir uns im Einzelnen nochmal angucken. So, also der Saturator macht eine Verzerrung. Und eine Verzerrung ist nichts anderes, als dass er dass wir ein oberes Limit, einen Threshold einstellen. Zum Beispiel das gängigste ist ein oberes Limit. Und wenn die Lautstärke höher als dieses obere Limit gehen möchte, wird sie durch Verzerrung, durch Klippen, durch bestimmte Algorithmen, die quasi verhindern, dass der Ton lauter wird als dieser Threshold eingegrenzt. Ich habe da so ein ähnliches schon mal so ein Video gemacht, nämlich der Bit8 Crusher. Der macht auch eine Verzerrung auf eine andere Art, aber das ist ein relativ gutes Device, wo man sich das mal so wirklich im Detail anschauen kann. So, gehen wir jetzt einfach mal hier im Detail drüber. So, der Saturator in diesem Hauptteil fängt hier oben an mit einem Normalize-Knopf. Und zwar versucht der Saturator, in anderen Devices heißt es Markup-Gain, und zwar versucht der Saturator, das eingehende Signal im Verhältnis, wenn man jetzt nichts daran ändern würde, auch wieder so laut aus dem Saturator rauskommen zu lassen, sodass man jetzt nicht zum Beispiel wahnsinnige Verstärkungen drinne hat oder wahnsinnige Abschwächung des Signals, wenn man denn nicht die anderen Devices hier die anderen Parameter verändert. Wenn ich jetzt natürlich hier auf den Drive-Regler, wenn ich den jetzt drehe, wird mein Signal natürlich lauter oder leiser. Drive an der Stelle ist im Prinzip nichts anderes als ein Gain. Das heißt nur bei den Verzerrern oftmals Drive oder Overdrive oder sowas sind drin. Das heißt, das eingehende Signal wird hier verstärkt mit dem Drive. Also es ist im Prinzip nur ein anderer Begriff. Dann habe ich hier so eine grafische Repräsentation, was hier passiert. Und hier drüber noch, das hatte ich noch gar nicht erzählt, neben diesem Normalize, also dem Markup-Gain, habe ich hier nochmal zusätzlich die Option, das hier nochmal direkt abzuändern, unabhängig von dem Drive. Also ich habe mehrere Möglichkeiten, Einfluss auf die Signalstärke zu nehmen. Und hier unten habe ich dann den Low-Pass-Filter, der betrifft nur das saturierte, das das verzerrte Signal. Das heißt, das Originalsignal betrachtet er gar nicht. So kann ich zum Beispiel vielleicht so ein bisschen Parallel Saturation machen mit dem Saturator. Das heißt, wenn ich den komplett runterdrehe auf 7 Uhr,
dann höre ich nur das Originalsignal. So, und rechts neben dem Low-Pass-Filter habe ich dann noch die sogenannte Low-Pass-Slope. Und die Low-Pass-Slope gibt es immer in zwei Ausführungen. Einmal steht da immer ein kleines G, wie Gustav, und wenn ich mit der Maus draufklicke und die Maus nach vorne schiebe, komme ich zu 1R. In der Hilfe steht, G würde gently heißen, also soft, sanft, und R würde bumpy heißen. Ich vermute mal, ursprünglich sollte es root heißen, weil der R-Filter ist einfach ein bisschen heftiger, so vom wie er klingt, das hören wir alles gleich noch. Und das heißt, ich habe jetzt von 1 bis insgesamt 6 jeweils diese zwei gently und root oder bumpy oder wie auch immer, also G und R, Slopes, und die sind nichts anderes wie zum Beispiel bei einem EQ. Ich habe mir den hier mal aufgemacht. Wenn ich mir hier jetzt einen Low-Pass-Filter aufmache oder anklicke, dann habe ich hier zum Beispiel auch 6 verschiedene Slopes, also Flankensteilheiten. Und das ist da genau dasselbe bei dem Low-Pass-Filter. Das heißt, diese Zahlen 1 bis 6 unterscheiden einfach nur die Flankensteilheit. Wenn ich jetzt hier eine Flankensteilheit von 4 eingebe, Entschuldigung, das war jetzt der falsche, ich wollte einen Low-Pass, der ist ein High-Cut, so rum. Und wenn ich das jetzt steiler eingebe, geht der halt immer schneller runter oder halt so eine ganz flache Kurve. So kann ich einfach entweder ziemlich hart das Signal nochmal rausfiltern oder eben eher weicher. Machen wir den wieder weg. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, ich habe jetzt hier einfach mal einen Testton, und damit wir den ordentlich sehen können, mache ich hier mal das Oszilloskop an und jetzt den Testton. Ich habe da noch so ein bisschen ein Echo und Reverb drauf gemacht, sonst ist der Ton extrem nervig. So, der Ton hier habe ich hier schon mal verstärkt, sehe ich gerade. Jetzt haben wir den auf 0. Den haben wir hier auf 0. So, wenn ich das jetzt hier ausmache und habe hier alles auf 0 gestellt mit dem Markup-Gain, geht sowieso einfach der Ton durch. So, jetzt mache ich hier das Signal mal an, da passiert noch nicht wahnsinnig viel. Und ich habe jetzt so leichtes Saturation, hat man gehört. Ich habe jetzt in diesem Hauptfenster habe ich jetzt eben all diese Regler, mit denen ich den Saturator grundsätzlich steuern kann. Und jetzt kann ich hier noch so einen Feintuning eingeben oder konfigurieren. Und zwar habe ich in diesem Display hier habe ich die Lautstärken hier angezeigt. Zum einen mal das Originalsignal, und das Originalsignal wird mir angezeigt mit dieser weißen Linie. Das ist jetzt dieser Testton. Und wenn ich den jetzt hier in der Frequenz verändere, was jetzt völliger Blödsinn war, im Gain verändere, das ist die Lautstärke, sehe ich zum einen, wie sich die Lautstärke hier in der Welle verändert, in der Amplitude oder eben auch hier in der weißen Linie. So, jetzt machen wir die mal ungefähr hier hin, weil ich möchte als nächstes mit dem Saturator spielen. Ich mache das immer mal wieder zwischendurch aus, weil es dann doch ein bisschen laut und nervig ist. Und am besten zieht ihr Kopfhörer auf. Gute Kopfhörer oder eine sehr gute Anlage. Ich würde aber eher einen Kopfhörer empfehlen, der auch gut die Höhen rüberbringt. So, in diesem Display, wie gesagt, ist hier die Lautstärke, das Originalsignal, was hier angezeigt wird mit dem weißen. Ich kann das Signal ja auch mit dem Tool hier runterstellen, deshalb hatte ich das ja extra reingezogen, weil jetzt kann ich das einfach anlassen.
Man kann das auch ordentlich laut drehen, zum Beispiel. Muss das aber nachher nochmal ausdrehen. Und eigentlich wollte ich hier das Spektrum haben. Genau das hier. So, und jetzt gehen wir hier auch schön auf 0, damit das alles so seine Richtigkeit hat. So, jetzt habe ich hier den gesamten Saturator quasi auf, dass er gar nichts macht, und ich habe jetzt so einen Sinuston, der steht jetzt hier rum. Und was der Saturator im Endeffekt macht, wenn ich jetzt hier an den Reglern drehe. Und zwar ist das für leise und für laut, sind es hier die drei gleichen Regler. Das eine ist der Threshold, da sage ich, ab welcher Lautstärke soll der Saturator anfangen, etwas zu tun. Hier habe ich noch das Nie, das finde ich sehr schön visualisiert, dadurch, dass diese zwei Bubbles hier rechts und links rausgehen. Das ist der Bereich, wo das Knie, das Nie dann wirkt. Der hier mal kurz aus. Und dann habe ich noch das Ratio, wie bei einem Kompressor vielleicht, wo ich einfach sage, okay, so stark wird das Signal dann einfach verzerrt, und das kann ich bis hier runterdrehen. Das heißt, wenn ich jetzt, sieht man ja, ich habe das Nie komplett rausgedreht, und wenn ich das jetzt reindrehe, das Nie, sieht man, in welchem Bereich dann der Verzerrer, der Saturator quasi greift. Also quasi von hier geht er schon ganz leicht los und wird hier immer, immer, immer stärker, bis er hier dann Maximum Verzerrung erreicht. Beziehungsweise je nachdem, wenn ich das hier so weitermache, ist der Übergang eben noch softer. So, das stimmt hier auch für den ruhigen Bereich. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich in dem ruhigen Bereich, also in dem stillen Bereich, nennen wir den vielleicht eher so, das Ratio auch noch in den unteren Bereich ziehen kann. Also in den, ich kann den Bereich verstärken, wenn ich jetzt hier mit dem Threshold reingehe. Kann ich den Bereich verstärken, das heißt, die leiseren Töne werden lauter verzerrt, also lauter gemacht und verzerrt quasi. Und ich kann den entgegengesetzten Bereich gehen, das heißt, alles, was hier leiser ist, wird zwar verzerrt, aber auch noch leiser gemacht. Also ich habe da so ein bisschen sogar noch einen Dynamikprozessor so gesehen drin. Und machen wir den hier mal wieder auf Standard. Und hier mal alles auf Standard. Und jetzt hören wir uns wieder mal, beziehungsweise wir schauen uns jetzt erstmal, hören und schauen uns den Ton an. Es ist besser. So, ich mache den aber nicht so mega laut. So, ihr müsstet jetzt was auf dem Kopfhörer hören. So, wenn ich jetzt hingehe und einen Threshold einstelle. Meine Lautstärke ist gerade bei dem weißen Feld. Und jetzt gehe ich mit dem Threshold einfach hier hin, damit es mal extrem wird. Und den Low-Pass-Filter, den drehe ich mal ganz auf, dass alles durchkommt von dem verzerrten Signal. So, das Knie lasse ich jetzt einfach so mal, wie es ist. Und jetzt drehe ich die Ratio runter, und jetzt sieht man schon, wie die Obertöne rein gerasselt kommen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier diesen Slope 1G, also den Gently, den sanften, und gehe jetzt mal auf, drück die Maustaste runter und schiebe sie einmal nach oben und kriege jetzt den R, den Root oder den mehr Bumpy. Und jetzt kann ich natürlich die oberen Teile von dem saturierten Signal, von dem verzerrten Signal so ein bisschen rausnehmen, damit der nicht so viel hohe Anteile hat. Also es ist im Prinzip einfach nur ein Filter, den ich hier anwende. Und wenn ich jetzt hier weiter hochgehe, sieht man schön, also vielleicht nochmal den ersten Filter nehmen, wie das, wenn ich das runterdrehe, wie das dann so langsam flach abflacht. Und wenn ich jetzt so einen 6er Slope nehme, sieht man, wie das da schön ziemlich heftig runtergeht.
bis er dann weg ist. So, nehmen wir wieder den unteren Teil. So, jetzt kann ich natürlich hier ordentlich was reindrehen und es nie noch so ein bisschen reindrehen. Dann kriege ich noch mal ein bisschen andere Obertöne rein. Ein bisschen andere Färbung des Sounds. Dann sieht man schön, was mit diesem Sinuston passiert. Und ich kann jetzt mit diesen drei anderen Skews, heißen die jeweils, kann ich jetzt noch mal sagen, okay, von dem Threshold, den ich da definiert habe hier, also der hin und her geht hier, die Lautstärke, kann ich zum Beispiel sagen, ich will jetzt eher den positiven Anteil der Welle verändern, beide Seiten, oder eher den negativen Anteil der Welle verändern. Man sieht es auch schön hier an dem Oszillator, was da passiert. Bei einem Sinus ist es jetzt nicht wirklich viel Unterschied, weil der oben wie unten eigentlich gleich klingen sollte. Aber bei anderen Signalen, die unterschiedliche Wellen haben, macht es unter Umständen einen großen Unterschied. Und das gleiche ist bei dem Ni, also wo das Ni eher wirkt, wenn ich das jetzt hier mal ein bisschen krasser mache und das Ni hier reinnehme, dann kann ich das Knie entweder mehr für den positiven Bereich oder mehr für den negativen Bereich nutzen. Man sieht hier schön, wie die Welle dann geformt wird, im positiven wie im negativen, oder wenn ich eben beide nehme und gehe noch mehr in die Kompression rein, habe ich am Ball eine Rechteckwelle. So. Das heißt, so kann ich auch die Wellen formen. Deshalb ist der Saturator nicht nur einfach Distortion, sondern eben auch Wave Shaping. Und das gleiche gilt dann nochmal für die Ratio, für die Ratio, wo ich dann auch nochmal sagen kann, mehr den Minusbereich, mehr den Plusbereich. So. Im Prinzip ist das schon der Saturator. Und wie gesagt, der Saturator hat tolle Presets mit dabei. Die sollte man sich gerade mal für zum Beispiel Kickdrums, den Kick Saturator oder Hardcore Kick oder je nachdem, was man da machen will. Und auch für die Snare ist ein schönes Beispiel mit dabei. Dazu komme ich später noch. So, also im Prinzip, ich mache mal den Ton aus. Ich glaube, den haben wir jetzt lange genug gehört. Im Prinzip ist der Saturator ein Verzerrer-Device und der Saturator hier von Bitwig hat eben noch die Funktion, dass ich die leisen wie die lauten Anteile in ihrer Ratio nochmal beeinflussen kann. Das bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten. So, jetzt einfach mal generell, läuft hier mir ein Stückchen entlang. Einen Saturator kann ich zum Beispiel nutzen, wenn ich von einem Sound die Klangfarbe ein bisschen ändern möchte. Wenn ich zum Beispiel einfach Obertöne hinzuwählen möchte. Ich habe jetzt hier mal so einen Sound und da kann man jetzt einfach mal mit rumspielen. Ich glaube, der ist auch mal einfach komplett auf Durchzug geschaltet. Und ich müsste hier... Also da tut sich gerade nichts, wenn ich das ein- oder ausschalte, weil der auf Durchzug geschaltet hat. So, ich gucke mir jetzt einfach an, wo die Lautstärken hier sind. Die passieren hier. Und würde ich jetzt einfach die hohen Lautstärken nehmen wollen, könnte ich zum Beispiel hingehen und das Signal verstärken. So, jetzt spielt er meistens hier so im oberen, sagen wir mal, Drittel hier ab. Und jetzt kann ich den Threshold hier nehmen und den mal so hier hin platzieren, während es spielt. Und hört einfach mal auf die Echos, auf die Delays. Nicht auf den ersten Ton, sondern auf die Delays, die so ein bisschen heller klingen. Also nicht auf das Dit, Dit, sondern das Dit, Dit, Dit. Das, was quasi zurückgeworfen wird. Achtet einfach nur mal auf das und ich drehe die Saturation rein. Entschuldigung, ich muss den natürlich auch hier hochstellen, sonst ist das Ganze witzlos.
Man hört es jetzt schon deutlich, ne? Wenn es nie noch anpassen. Threshold vielleicht ein bisschen höher setzen. Wird schon insgesamt lauter auch. Und das Markup-Gain sagt mir schon minus 3,5. Aber eigentlich ist das Signal dadurch, dass ich den Drive hier nochmal hochgeschaltet habe auf plus 7 dB. Ist es halt insgesamt lauter. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel, was habe ich? Minus 7 dB. Und ich habe jetzt so im oberen Bereich zusätzliche Obertöne mit drin. Das hört man, wenn ich es noch mehr reindrehe. Man hört dann die Verzerrung auch. Aber wenn ich das nur so ein bisschen reintue, habe ich dann so einen gewissen Schmutz drin. So klingt das halt relativ klar. Und so hätte ich noch so einen Schmutz drin. Und dieser Schmutz, der hilft oftmals, dass ein Sound sich durch den Mix durchkämpfen kann. Ohne dass man ihn lauter macht, weil er einfach gewisse Frequenzanteile, weil gewisse Frequenzanteile erzeugt werden, die vielleicht vorher nicht da waren. Zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einen Bass nehme, zum Beispiel Phase 4, da spielt jetzt ein Bass. Und dieser Bass spielt zusammen in einem kompletten Stück zum Beispiel. So, und der Bass, würde man sagen, okay, ist in Ordnung, aber irgendwie ist der nicht präsent genug. Und jetzt könnte man hingehen und einfach so einen Saturator dazwischen schalten, damit ihr in diesen tiefen Tönen vom Bass, wenn ich mir das mal hier so angucke, da unten spielt der Bass mit so ein bisschen hier mal so ein bisschen und das war es dann eigentlich schon. Und jetzt möchte ich aber, weil ich höre das jetzt über meine Kopfhörer und ich möchte es aber, dass es auch auf kleinen Anlagen gut hörbar ist. Und da ist halt dann so, man sagt so, okay, der spielt hier bei 200 Hertz, 100 bis 200 Hertz oder 150 bis 250 Hertz. Könnte bei zum Beispiel Smartphone oder Konsorten schwierig werden. Also gehe ich hin und nehme mir einen Saturator und wenn ihr jetzt euch diese Kurve hier anschaut und ich jetzt den Saturator einschalte auf einen Schlag, wie dann die Kurve hier aussieht. Da kommt dann plötzlich was hinzu. Und diese Zusatzinformationen, diese Obertöne, die sorgen dafür, auch wenn ich den unteren Bass nicht unbedingt gut höre oder eigentlich fast gar nicht höre, bekomme ich trotzdem noch durch die Obertöne hier, die gehen ja über, was haben wir hier, 10 Kilohertz, 5 Kilohertz, die sind weit über 1 Kilohertz irgendwie mit drin. Das heißt, ich kriege trotzdem Informationen und anhand der Art und Weise, wie der Bass spielt oder was ich erwarte, das geht in den Bereich der Psychoakustik, so mit Erwartungen, höre ich einen Bass, obwohl ich ihn vielleicht gar nicht richtig höre. Also täuscht uns unser Gehirn und das kann ich eben mit einem Saturator machen, der mir Obertöne erzeugt. Und deshalb wird auf Bässen ganz, ganz häufig Saturator draufgelegt, damit die besser hörbar sind, damit man sie nicht lauter machen muss, sondern die werden einfach durch das Frequenzspektrum quasi durchgezogen, dadurch, dass Obertöne erzeugt werden. Und wenn ich kann das jetzt natürlich noch übertreiben, mach den Threshold vielleicht noch ein bisschen runter und drehe hier Lowpass auf.
So, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel für den Bass, auch wenn ich hier jetzt nicht das ganze Stück gespielt habe. Und zum Beispiel geht das Ganze ja auch bei einer Kick. Was habe ich jetzt am Bass eingestellt? Ein bisschen zu krass und sanft, dass man den immer noch hört. So, und bei der Kick kann ich das im Prinzip jetzt genau das gleiche machen. Kann die auch mal. Das ist meine normale Kick. Wenn ich den Saturator jetzt anmache, da habe ich schon was eingewählt, glaube ich. So, dann klingt die zum Beispiel so. Kann das natürlich noch wieder runterdrehen. So klingt die normal. Ups. Und so erzeuge ich wieder, wenn ich jetzt ein Spektrum nehme, müsste ich das wieder sehen, vielleicht. Klingt viel dumpfer, durchgängiger an einem Stück. Und so klingt das natürlich noch so mit zusätzlichen Erhebungen da drin, mit Obertönen, klarer. Muss nicht immer gewollt sein oder muss ich immer richtig sein, aber das ist halt einfach so eine Version. Das gleiche bei der Snare. Habe jetzt einfach eine Snare drin und da habe ich, glaube ich, irgendwie ein Preset ausgewählt, wenn ich mich da recht erinnere. Wenn ich das jetzt einfach mal so abspiele. Und wenn ich jetzt den Saturator rein tue. Macht es in erster Linie erstmal lauter, hat aber trotzdem noch Anteile mit drin. Und ich glaube, ich hatte da Scratch the Itch genommen, genau. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Snare Saturator nehmen. Den Bass hatten wir ja schon und jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, ja, ich habe hier jetzt eine Fläche spielen, ein Pad spielen. Das klingt so, klingt hübsch. So, jetzt kann ich aber hingehen und sagen, okay, das ist mir, es klingt gut. Eine Saturation wäre vielleicht ein Ticken zu viel über den gesamten Sound. Und jetzt kann ich einfach hingehen, nehmen so ein Multiband FX 2, der mir das Frequenzband aufteilt. Und da habe ich die Aufteilung bei 3,15 Kilohertz gemacht. Das heißt, ich habe in den hohen Part, in den High Part, habe ich einen Saturator reingepackt, der mir nur alle Frequenzen ab 3,15 Kilohertz nimmt und die durch einen Delay 2 routet. So, und wenn ich mir jetzt das Signal erstmal so anhöre und dann mit dem Saturator hört ihr so wie so ein Knistern so ein bisschen. Hört euch das mal an. Erstmal ohne diese Frequenztrennung und dann schalte ich das jetzt ein. Und dann nehme ich das volle Signal da rein. Ich könnte jetzt natürlich auch mal gucken, wenn ich das so ein bisschen abschwäche. Dann kann ich einfach von den hohen Anteilen des Signals rausnehmen. Wenn ich das ganz rausnehme,
Es ist nie ein bisschen. Ich muss den ein bisschen weiter runterdrehen. Da kamen keine Signale durch. Jetzt kommt ein bisschen Signal durch. Nur noch wenig Signal. Warum kommt da so wenig Signal durch? Es kommt wesentlich mehr Signal durch. Und habe jetzt, dadurch, dass ich da jetzt ein bisschen mit rumgespielt habe und hier diese Frequenzweiche, nenne ich sie jetzt einfach mal, diesen Splitter zwischen zwei Frequenzen, kann ich diesem Polysynth noch so ein bisschen hohe Frequenz, ein bisschen eher auch mitgeben, wenn ich das wegmache. Klingt alles so ein bisschen dumpfer. Und das packe ich hier wieder rein. Kann natürlich auch den Gesamteinteil hier ein bisschen runterschrauben, damit es nicht so heftig ist. Und erreiche dadurch einfach so eine zusätzliche Färbung von dem Pad, was unter Umständen wirklich recht schön sein kann, wenn man das denn möchte. Wenn man jetzt nicht unbedingt zu diesen... Also ich finde, der Sound zwischen dem Pad ohne klingt halt so dicht zu einem Raum, vielleicht auch dumpf, nicht unbedingt, und mit der Saturation in den Höhen nochmal zusätzlich heller. Also das öffnet einen anderen Raum dazu. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erklären, wie der Saturator funktioniert und dass es eigentlich kein wahnsinnig kompliziertes Gerät ist. Ich habe jetzt schon von einigen gehört, die da meinten, irgendwie sieht das kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Wenn man mal verstanden hat, okay, man hat hier einmal so eine Verstärkerkontrolle mit dem Drive, dann hat man hier den Low-Pass-Filter, der sich nur auf das verzerrte Signal bezieht oder der nur das verzerrte Signal verarbeitet. Dann haben wir hier den Make-Up-Gain, dann nochmal hier eine zusätzliche Korrektur für den Make-Up-Gain. Dann haben wir mit diesem Display nochmal die Möglichkeit, die stillen und die lauten Signale zu bearbeiten mit einem Knee, wie bei einem Prozessor, bei einem Kompressor auch nochmal. Und bei den lauten Anteilen können wir noch sagen, okay, jetzt eher die positiven oder die negativen Anteile der Welle. Und das ist es schon. Also eigentlich kein großes Hexenwerk. Und wie gesagt, die Presets von dem Saturator sind auch wirklich interessant und auch sehr gut zu nutzen. Da kann man ruhig mal so ein Standard-Preset nehmen und vielleicht bei dem einen oder anderen hier mal noch so ein paar Werte anpassen. Oder man macht es halt irgendwie komplett so, wie man das halt von Stock aus macht. Einfach Saturator laden und selber rumschrauben und gucken, was einem am meisten gefällt. Aber so für den ersten Wurf auf die Instrumente, ich glaube, es gibt auch für den Bass, glaube ich, Bassdriver. Den kann man zum Beispiel nehmen für die Bässe oder für die Kick ist ja was dabei, für die Snare ist sowas dabei. Und ein paar so Special Effects sind auch noch dabei. Guckt es euch einfach an. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß, habt was gelernt. Nachher gibt es einen Test. Nee, gibt keinen Test. Und wie immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert, drückt die Glocke. Alles hilft mir, was ihr an Interaktion mit diesem Kanal tut. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.